Ja, so Ende Januar, Ende Dezember, Anfang Januar ist immer so der richtige Zeitpunkt, um auf das vergangene Jahr zurückzuschauen. Da war nicht alles gut, es war nicht alles schlecht, aber es gab viele Produkte, die den Haushalt bei vielen von Ihnen erleichtert hat. Und wir schauen jetzt zurück auf das Jahr 2023 mit den besten Haushaltserleichterungsgeräten. Und beginnen tun wir mit dem für mich persönlich kleinsten Akku-Zyklon-Staubsauger, den ich jemals gesehen habe. Und Rebecca, du hältst ihn schon in der Hand. Genau, ich wette, wenn Sie das Modell noch nicht gesehen haben bei uns, werden Sie längst nicht an so einen kleinen Sauger gedacht haben, wie ich ihn hier in der Hand halte. Aber das ist die Wunderwaffe. Und ich sage Ihnen was, in diesem Jahresrückblick 2023 ist das Muss-Produkt. Warum? Weil Sie für ganz kleines Geld und in ganz kleinem Format super Saugleistung haben. Und genau das ist es, was wir brauchen, wenn wir nicht für jede Kleinigkeit immer den großen Sauger holen wollen, sondern mal eben schnell den Sauger aus der Schublade holen wollen. Zum Beispiel, um hier den Wohnzimmertisch mal von sämtlichen Krümelchen zu befreien. Da habe ich nämlich ein paar Krümelchen gesehen. Guck mal, kannst du einfach mal hier so drüber gehen. Kannst auch mal zum Beispiel, ja, viele machen ja jetzt auch großen Haushaltsputz, ne, zu Beginn des neuen Jahres oder gerade am Ende des Jahres mit sauberer Wohnung und mit gutem Gefühl, mit einer gewissen Grundsauberkeit ins neue Jahr starten. Da macht man auch mal so Dinge, die man nicht so regelmäßig macht. Zum Beispiel die Sockelleisten absaugen, funktioniert damit mega gut. Ist auch ein super Highlight als Sauger für unterwegs, zum Beispiel im Auto. Mal das Auto zwischendurch, wenn Sie an der Ampel stehen, einfach mal saugen. Wenn Sie im Stau stehen, können Sie mal richtigen Frühjahrsputz hier auch im Auto betreiben. Und hier, das ist natürlich auch super, dass wir diesen Fugenaufsatz haben, um mal richtig schön in diese Rillen reinzukommen. Eine Schublade. Wer hat schon mal eine Schublade ausgesaugt? Das ist so umständlich, aber mit diesem kompakten Akkusauger ein leichtes, auch da wieder in die Rillen reinzugehen und so richtig schön die Kanten entlang zu fahren. Wissen Sie, was auch genial ist, wenn Sie die Besteckschublade nicht komplett ausräumen müssen, um da zu saugen, sondern mit diesem Sauger da einfach dazwischen saugen können. Genial, absolutes Muss für den Preis. Das ist auch eins meiner Highlights im Jahr 2023 gewesen, muss ich sagen. Ja, ich meine, auch für viele Autofahrer, so wie du gerade gesagt hast, das passt ja ins Handschuhfach. Und da kann man eben mal die kleinen Krümeleien auch gerade am Schalthebel und Ähnliches beseitigen. Ich denke auch an die Lüftungsschächte, weil mit diesen Aufsätzen kommst du da rein. Das gilt auch für die Heizungsrippen zu Hause vielleicht, wo man auch mit einem normalen Staubsauger eigentlich wenig Chance hat. Bücherregale, man darf sie auch vorher abräumen, bevor man sie absaugt, aber da ist das natürlich auch perfekt. Und ich habe vorhin gesagt, der wohl kleinste Akku-Zyklon-Staubsauger, den ich je gesehen habe, da muss ich auch sagen, der kleinste im Preis. 16,14 € für diesen unentbehrlichen, also bald unentbehrlichen, wenn Sie mal haben, Haushaltshelfer. Ich denke auch gerade mal ans Frühstück, wenn man mal so frische Brötchen hat am Sonntagmorgen. Die Krümel sind ja dann auch überall verteilt und da muss man nicht das große Geschirr rausholen, sondern kann hier einfach mal diese kleinen Malheure absaugen. Tastatur, ja, da würde ich jetzt mit dem großen Staubsauger auch nicht unbedingt dran gehen, sollte man aber regelmäßig machen. Wer mal ein Brotkrümel unter einer Taste hatte, der weiß, was das für Folgen haben kann. Also vielfältig einsetzbar und super günstig. Weißt du, da muss ich gerade dran denken, dieses Szenario mit der Tastatur, das ist gar nicht so unrealistisch. Meine Schwester, die ist viel am Schreibtisch unterwegs und zockt auch viel, ne? Da hat sie letztens so erzählt, muss ich mal gerade die Anekdote raushauen, hat sie so erzählt, stell dir vor, Rebecca, meine Mama oder unsere Mama hat letztens den Schreibtisch einfach abgesaugt und dann hat sie was von mir eingesaugt, da hat sie Ärger gekriegt und dann sagt sie so, ja, wieso saugst du denn nicht selber, ne, deinen Schreibtisch? Und dann sie so, wieso muss man überhaupt einen Schreibtisch mit so einem Riesensauger absaugen? Es geht viel leichter mit diesem kleinen Sauger, zumal kleine Teile da auch einfach wieder rausgenommen werden können. Wir haben sogar einen HEPA-Filter hier mit drin, können Sie ganz einfach auswaschen. Also es ist wirklich ein vollwertiger Sauger, nur dass er eben super klein und kompakt ist. Ich liebe ihn und unentbehrlich ist das richtige Stichwort, wenn es um dieses Produkt geht. Und vor allem beutellos, und darauf stehe ich auch mittlerweile bei Staubsaugern, weil Beutel suchen macht überhaupt keinen Spaß. Die Bestellnummer ist die ZX6264 und die 569. Der Preis, wie gesagt, 16,14 €. Jetzt habe ich gerade gesagt, beutellos ist für mich ganz, ganz wichtig, weil wenn man mal die Riesenregale in Supermärkten sieht, wo man dann den richtigen Staubsaugerbeutel für seine Staubsauger finden muss, da ist man, also ich
persönlich bin da hoffnungslos verloren. Deshalb bin ich froh, dass wir hier einen super günstigen und auch sehr komfortablen und leistungsstarken Zyklon-Staubsauger haben. Jetzt gehen wir also eine Nummer größer, aber das ist auch eine enorme Erleichterung im Haushalt. Definitiv, weil Zyklontechnologie ist ja überhaupt so eine Technologie, das wünschen sich sehr viele Menschen, weil das einfach die fortschrittlichere Art und Weise ist zu saugen, weil sie keine Staubsaugerbeutel mehr brauchen, also sie haben keine Verbrauchsmaterialien und es ist super einfach zu handhaben. Vor allen Dingen, wenn wir uns jetzt das größte Modell hier anschauen, sie haben keinen Kasten, den sie hinter sich herziehen müssen. Das ist alles, was ich brauche mit diesem Akku, mit diesem Zyklonsauger. Ist kein Akku, aber ich habe richtig viel Bewegungsfreiheit, dadurch, dass ich ein super langes, 7 Meter langes Kabel hier noch dran habe. Ein vollwertiger Sauger, Akkusauger, aber Zyklonsauger, Entschuldigung, aber eben zum super kleinen Preis jetzt hier auch wieder. Und wir haben eine richtig schöne Saugleistung hier, 15 Kilopascal. Ein leichtes. Jetzt müssen wir das mal kurz relativieren. Mir wurde mal gesagt, ein leistungsstarker Staubsauger sollte 10 Kilopascal haben. Hier legen wir nochmal 50% drauf. Also das ist schon jede Menge an Saugkraft. Und was ich halt schön finde, dass du alles kompakt in einem Gerät hast. Ich denke jetzt auch gerade mal an die Spinnenhuddeln, die mal oben an der Decke sein könnten. Mit einem herkömmlichen Staubsauger brichst du dir einen ab, so nenne ich es mal. Aber hiermit ist auch das, du machst es sogar einhändig, Mann. Machst du Bodybuilding? Ja. Nein, der ist so einfach und handlich und eben kein Beutel kaufen. Was machst du mit dem Schmutz? Mit dem Schmutz ist ganz einfach. Ich gehe jetzt komplett mit diesem Sauger oder ich mache, wenn ich es noch bequemer haben möchte, einfach die Stange ab. Dann gehe ich damit zum Mülleimer und dann kann ich einfach nur hier die Klappe aufmachen und dann kann ich das auch schon ausleeren. Ist schon einiges bei diesem kurzen Sauggang zusammengekommen. Hier habe ich das immer alles im Blick. Und diese Zyklontechnologie ist natürlich auch super, weil da der Staub so eingewirbelt wird, dass sie da keinen Saugverlust auch haben. Ne? Genau das ist das Prinzip. Zyklontechnologie kann man sich vorstellen wie so ein Wirbelsturm, wie man sich das bildlich vorstellt. Und so saugt er ohne Saugverlust hier ihren Staub ein oder immer kleinere Sachen. Ich habe hier gerade zum Beispiel kleine Frühstückszerealien aufgesaugt. Keine Ahnung, wer die hier hinterlassen hat, aber geht hier richtig schön rein. Ich liebe diese Form, ich liebe diese Handhabung, es liegt super in der Hand. Und wo ich Ihnen jetzt gerade schon gezeigt habe, wie das hier funktioniert, schauen Sie mal, die Stange kann ich auch einfahren und ausfahren. Ich habe sie jetzt mal eingefahren. Jetzt kann ich den super kompakt auch verstauen. Wenn Sie noch mal den Sauger mit mir im Gesamten anschauen, ist der hier richtig schön kompakt, schon mal so, um den zu verstauen. Und wenn ich jetzt hier diesen roten Knopf betätige, kann ich aus diesem Sauger auch einfach einen Handsauger machen. Schau mal, ich habe noch einen Fugenaufsatz zum Beispiel mit dabei. Zack, habe ich einen ultra leistungsstarken Zyklon-Handsauger. Ich habe aber auch noch einen weiteren Aufsatz mit dabei, und zwar einen Bürstenaufsatz. Der ist auch super schön, um das Sofa zum Beispiel hier abzusaugen. Und apropos Aufräumen, hast du uns noch ein weiteres Zubehörteil gerade gezeigt. Ich kann den sogar auch wunderbar aufhängen hier. Also ich finde das ganz, ganz wichtig, gerade mit der Wandaufhängung. Irgendwo, wo Sie Platz haben, angebracht, und da hängen Sie ihn rein. Weil wir kennen das alle von herkömmlichen Bodenstaubsaugern, die stehen immer irgendwo im Weg. Mhm. Und die brauchen ja auch massig Platz. Der hier ist komplett aus dem Weg. Und das ist ein weiterer Vorteil. Und für mich unbegreiflich ist dieser Preis. Schauen Sie mal genau hin. 39,99 Euro für einen Zyklonstaubsauger. Das ist natürlich wieder mal Ihr TV-Sonderpreis. Wir schauen mal kurz auf pearl.de. Und da sehen wir, da kostet er 63 Euro. Also da sehen Sie mal, was Sie heute wieder für ein Schnäppchen oder für ein Schnäppchen machen können. Und ich muss sagen, diese Handlichkeit, wir haben ja alle schon in der Hand gehabt und haben damit gesaugt, diese Handlichkeit und diese unglaubliche Saugkraft, die wird Sie sofort im ersten Moment überzeugen. 7 Meter Kabel hast du gesagt, das heißt, ich muss nicht von Steckdose zu Steckdose rennen, sondern ich habe einen richtig großen Radius und vor allem diese Sauggreifer. Und für mich immer noch der ausschlaggebende Punkt, nie wieder irgendwelche richtigen Müllbeutel oder Staubbeutel zu suchen, sondern hier arbeiten wir folgekostenlos, also auch ohne Staubbeutel. Ist einfach eine super gute Investition. Also wenn Sie auch noch so einen Sauger haben, den Sie immer hinter sich herschieben müssen, dann bleibt der immer irgendwo hängen. Ach, und die Treppen damit saugen ist auch echt
anstrengend, dann sollten Sie unbedingt zu so einem Zyklonsauger greifen. Oder wenn Sie sagen, mir ist es einfach generell zu mühselig, mit dem großen Sauger immer zu hantieren, den haben Sie ja schnell zur Hand. Oder wenn Ihnen schon immer ein Handsauger gefehlt hat, warum jetzt zwei Geräte zu Hause haben, normalen Bodenstaubsauger und einen Handsauger, wenn Sie beides in einem haben können. Noch dazu einen Handsauger mit viel, viel mehr Effektivität, als ich es von den meisten Handsaugern kenne. Ne? Also das ist ja hier immer noch die gleiche Saugleistung von dem großen Staubsauger sozusagen, auch für den Handsauger. Also ich finde diese Ausstattung auch für den Preis so bemerkenswert. Ne? Also mit diesen zwei Aufsätzen, die ich noch mit dabei habe, mit der Zyklontechnologie, das ist richtig eine schöne, feine Sache und das ist gut investiertes Geld. Denn mal ehrlich, mit den richtigen Haushaltsgeräten fällt uns doch der Haushalt schon viel, viel leichter. Und Saugen, das ist eine Sache, die kann man wirklich immer täglich mal machen, irgendwie sammeln sich immer irgendwie dann plötzlich wieder Krümelchen an. Das finde ich ja so toll, dass man mit so einem kompakten kleinen Sauger mal ebenso aktiv werden kann, mal ebenso den Sauger rausholen kann aus der schönen Halterung. Sie haben ja gesehen, wie schön das funktionieren kann, wenn er hier schon im Schrank oder in der Vorratskammer zum Beispiel direkt griffbereit auch wirklich hängt, dann ist das wirklich nur ein Griff, zack, kann ich damit loslegen. Ja, was mich beeindruckt hat, vor allem auch bei dieser Preiskonstellation ist, da geht man ja davon aus, das ist ein Plastikbomber. Ja? Aber wenn ich mir nur allein die Bodendüse anschaue, beziehungsweise das Teleskoprohr, das ist Vollmetall. Das heißt also, da wird auch kein Verschleiß sein. Das hält einfach und das bleibt lange so. Und deshalb sage ich Ihnen jetzt die Bestellnummer, das ist die ZX6337 und die 569. Und denken Sie dran, das ist natürlich ein begrenzt geltender TV-Sonderpreis, den Sie exklusiv als Pearl TV-Zuschauer bekommen von 39,99 €. Und wir sind im Jahresrückblick hier 2023 und immer zum Jahresrückblick gibt es auch Befragungen. Vielleicht haben Sie da auch schon mal teilgenommen, was war schön, was war nicht so gut, was mögen Sie nicht. Auch politisch, aber Politik lassen wir mal draußen, aber Hausarbeit, die lassen wir hier mal drin. Und seit vielen, vielen Jahren sind die Antworten bei den unbeliebtesten Hausarbeiten eigentlich immer gleich. Die zweitunbeliebteste Hausarbeit ist bei allen Deutschen bügeln. Bügelst du gerne? Oh, nee. Aber ich mache kaum also, eine Haushaltstätigkeit auch gerne, eine. Wenn so, ich so drüber aber nachdenke. Mit weitem Abstand in jeder Befragung unbeliebteste Hausarbeit ist und wird auch wahrscheinlich die nächsten Jahre bleiben, es sei denn, Sie haben Fensterputzroboter, Fensterputzen. Und das ist ja nicht nur unangenehm, sondern zeitaufwendig. Der Erfolg weiß man auch nicht immer so genau. Sobald die ersten Sonnenstrahlen kommen, könnte man sagen, oh Mist, ich habe die Fenster nicht richtig geputzt. Und es ist auch gefährlich, je nachdem, was für Fenster man putzt. Und deshalb ist es kein Wunder für mich, dass unsere zwei Spitzen Modelle von Hobot. Hobot ist einer der Weltmarktführer, wenn es um Haushaltsroboter geht, dass die auch im Jahresrückblick als erfolgreichste Haushaltshelfer sind. Und wir haben die zwei wirklich erfolgreichsten Modelle. Und damit wird selbst für dich Fensterputzen zum Spaß, oder? Ja, das ist wortwörtlich eine glasklare Sache. Ein Fensterputzroboter zu Hause zu haben, ist die ultimative Erleichterung, weil sie hier tatsächlich immer saubere Fenster haben können, weil sie nicht mehr erst planen müssen, okay, wann finde ich jetzt die 3 Stunden Zeit, um alle meine Fenster zu putzen? Oh Gott, ich muss mir das jetzt endlich mal vornehmen. Nächste Woche Samstag, ja gut, okay, dann lasse ich halt den Kaffeeklatsch ausfallen und putz halt mal die Fenster, weil es sieht ja so unansehnlich aus. Das wird nicht mehr passieren, wenn Sie einen Fensterputzroboter zu Hause haben. Warum? Weil Sie nicht mehr die 3 Stunden investieren müssen, weil Sie nicht mehr warten müssen, bis es unansehnlich ist, sondern Sie setzen den Profi-Fensterputzroboter einfach mal einmal die Woche an. Wie einfach das funktioniert, werde ich Ihnen gleich gerne auch noch mal zeigen, aber schauen Sie sich schon allein diesen Putzvorgang an. Das ist doch wie Magie, wie der hier über die Fensterfläche gleitet ganz sanft, aber doch sehr effektiv die Fensterfläche glasklar sauber bekommt. Und zwar, indem man im ersten Schritt mit einer Sprühmittelfunktion über die Fensterfläche geht und dann mit einem Mikrofaserpad drüber gleitet. Fensterflächen haben wir gerade angesprochen. Aber der Profi-Fensterputzroboter kann nicht nur Fenster putzen, sondern auch andere glatte Oberflächen, die wir auch regelmäßig putzen müssen. Eine Spiegelfläche oder Spiegel bei mir im Haushalt, die werde ich dann doch schon mal öfter putzen oder putze ich öfter.
Ganz einfach, weil sich da immer wieder diese Zahnputzflecken, Zahnpastaflecken da ansammeln. Da hast du gerade erst gewischt, kannst du wieder von vorne anfangen. Aber das mache ich jetzt nicht mehr selber. Genauso mal so eine gekachelte oder gefließte Fläche. Werden Sie sich fragen, wie kriegt der das denn hin, dass er da auch ruckelfrei drüber gleitet? Der ist ausgestattet mit bester Sensorik, also mit Lasersensoren und einem Unterdrucksensor, sodass er diese kleinen Unebenheiten richtig toll ausgleichen kann und hier in einem Rutsch, in einem Wisch drüber geht. Ein Wisch und zack, glänzen auch diese Mosaikflächen oder Glasflächen oder gefließte Flächen wunderbar. Ich habe Ihnen versprochen, ich zeige Ihnen mal, wie das funktioniert. Das heißt, ich würde sagen, wir bewegen uns gleich direkt mal zu unserem Fenster und dann zeige ich Ihnen, wie Fensterputzen heutzutage funktioniert. Das ist nämlich so leicht, das werden Sie nicht glauben. Es ist wirklich nur noch ein Knopfdruck und dann können wir uns direkt auch schon wieder aufs Sofa bequemen und weiter schwärmen über unsere Robot-Fensterputzroboter. Schauen Sie mal, ich habe den hier eingesteckt, habe ein ultralanges Kabel mit dabei, sodass wir auch große Fensterflächen wunderbar bearbeiten können. Ich schalte ihn ein, drücke auf Start und zack, geht er jetzt seiner Wege. Und wir setzen uns jetzt bequem wieder aufs Sofa, würde ich sagen, Ralf. Wir müssen ja nicht daneben stehen. Ja. Läuft ja alles von alleine. Und wissen Sie was? Weil der ja auch noch so clever ist und so intelligent ist, werden wir auch ganz genau mitbekommen, wenn der fertig ist. Wir müssen nicht hinschauen. Irgendwann wird er uns das Signal geben, wenn er die Fensterfläche sauber gemacht hat. Das ist eine Ultra-Erleichterung. Und Ralf, ganz ehrlich, du hast Fensterputzen auch, da ist das doch eine viel, viel schickere Alternative. Ja, natürlich. Und ich denke auch gerade an diese nicht so leicht zu erreichenden Flächen, also Wintergärten, klar, oder auch Dachschrägen. Ja? Die sind ja, wo man über Kopf ins Hohlkreuz gehen kann, gehen muss. Und ich sage, mit 20 fällt einem das nicht mehr schwer. Mit 30 denkt man schon drüber nach. Wenn man 40 oder 50 überschritten hat, dann wird es schon langsam gefährlich, weil man da nicht mehr so gerne nach oben steigt. Und die meisten Unfälle passieren ja immer noch im Haushalt. Viele übrigens beim Fensterputzen, weil man dann eben teilweise auch über ungeeignete Gegenstände versucht, in die Höhe zu kommen. Auch dieses Risiko wird gemindert mit einem solchen Fensterputzroboter. Und ich behaupte ja immer wieder, dass irgendwann mal ein Fensterputzroboter so selbstverständlich in jedem Haushalt Einzug erhalten hat, wie es die Waschmaschine hat. Ich weiß auch noch die Anfänge der Waschmaschine. Vielleicht erinnern Sie sich auch noch dran oder haben Geschichten gehört, dass die Haushalte immer Waschmaschinen abgelehnt haben. Ja, übrigens, das Bullauge war dann der Grad oder das Objekt, warum es dann Einzug erhalten hat. Aber wir können uns heute keinen Haushalt mehr ohne Waschmaschine vorstellen. So ist es. Oder möchtest du mal Wäsche waschen mit dem Waschbrett? Also das habe ich auch noch nie erlebt. Ne? Also bin ich ja schon weit drüber hinweg, dass das noch ein Thema war. Aber das wird genauso, schätze ich, auch bin ich ganz bei dir, Ralf, bei den Fensterputzrobotern sein. Warum? Weil wir doch echt viel zu wenig Zeit haben. Wir genießen so wenig Freizeit nur noch. Irgendwie hat man das Gefühl, die Zeit wird immer knapper, vor allem je älter man wird. Wir haben immer weniger Zeit. Und da möchten wir die Zeit natürlich für viel schönere Sachen nutzen, als hier zum Beispiel, um das komplette Bad zu putzen. Aber rechnen Sie das mal zusammen, wie viel Zeit Sie verschwenden, indem Sie Fenster putzen, diese Fliesen abwischen, Spiegelflächen reinigen und Duschkabine reinigen. Schränke zum Beispiel reinigen. Es ist so viel Zeit, Hier sehen wir auch nochmal die Sensortechnik. Also wenn gar keine Ränder sind, wo er sich abstoßen könnte, die Sensoren erkennen das. Also auch da braucht man keine Angst zu haben. Und ich weiß, dass viele von Ihnen mindestens ein-, zweimal im Jahr Stunden damit verbringen, die Fliesen zu putzen und eben auch Fenster zu putzen. Machen Sie es in Zukunft einmal in der Woche, aber ohne selber sich anzustrengen, ohne sich in Gefahr zu begeben. Und man muss halt immer noch sagen, die Fenster sind die Visitenkarte auch für die Nachbarschaft. Einerseits aber unser Tor zur Welt, weil damit sehen wir alles, was draußen ist, aber eben auch Visitenkarte für die Nachbarschaft. Und ich glaube, das Schlimmste wäre mal, wenn ein Nachbar kommt oder eine Nachbarin und sagt, oh, Ihre Fenster könnten Sie auch mal wieder putzen.
Das wird nicht mehr der Fall sein mit einem solchen Gerät. Robot, müssen wir noch mal sagen, seit mehr als über einem Jahrzehnt einer der Weltmarktführer, wenn es um Haushaltsroboter geht. Und auch beide Roboter, die wir heute für Sie haben, sind beide ausgezeichnet, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, haben verschiedene Awards erworben für ihre Innovation und natürlich auch diese ausgeklügelte Technik. Das erste Modell hat die Bestellnummer NX6057 und die 569. Und Sie bekommen es natürlich zum TV-Sonderpreis von 322,99 €. Und ich weiß auch, dass viele vielleicht auch schon mal drüber nachgedacht haben, sich fremde Hilfe in den Haushalt zu holen. Und da hat man aber fremde Leute im Haus. Und ich glaube, da ist so ein Roboter doch die cleverere Lösung. Ja, vor allem langfristig auch die günstigere Lösung, möchte ich sagen. Gerade jetzt zum TV-Sonderpreis ist es wirklich ein Schnäppchen. Also sparen Sie sich bitte in Zukunft die Zeit, sparen Sie sich auch die Mühe und vor allem denken Sie an sich und denken Sie daran, dass Sie sich keinen Gefahren mehr bitte aussetzen, gerade was das Fensterputzen angeht. Denn mit dieser Technik wird das schlichtweg sehr unnötig sein. Also noch einmal die Bestellnummer, Sie sehen sie noch eingeblendet, die NX6057 und die 569 und natürlich der Preis 322,99 €. Übrigens, im Lieferumfang enthalten ist auch die benötigte Reinigungsflüssigkeit in Herstellerqualität plus Ersatzpads, weil die Pads werden ja irgendwann mal schmutzig werden, die können Sie übrigens dann gerade einfach in die Waschmaschine machen und eine Fernbedienung haben wir auch noch, ja. Wenn man es mal ganz bequem haben will und das Ganze vom Sofa aus eben mal delegieren möchte. Jetzt kommen wir zum zweiten Modell. Und was haben wir da für einen Unterschied? Das ist das, müssen wir sagen, das Neueste. Das ist das neueste Modell von Robot, das Modell 2S. Das wollte ich noch abwarten, bevor wir nämlich zu dem... Gerne, Ralf. Also einfach jetzt wieder abnehmen, ans nächste Fenster ransetzen. Aber wir kommen jetzt erstmal zum nächsten Modell. Aber Sie sehen, ne? Hat gepiept, sprich, er weiß ganz genau, wann er die Fensterfläche oder Fläche grundsätzlich sauber hat und gibt Ihnen dann Bescheid. Dann kommen wir zur ersten Änderung jetzt oder Weiterentwicklung bei diesem Modell. Dieses Modell piept nämlich nicht nur, sie spricht auch mit uns. Also, da ist tatsächlich auch eine Stimme mit verbaut, sodass die Stimme Ihnen ganz genau sagt, was gerade Sache ist. Und schön finde ich, wie sie uns immer begrüßt. Das werden wir vielleicht auch noch mal hören. Hallo, ich bin Robot. Und dann hat man schon direkt Lust, mit ihr zusammenzuarbeiten und sie an die Fensterfläche anzusetzen. Das ist alles, was sie an Zusammenarbeit benötigt. Wir haben hier auch eine weitere Fortentwicklung, was die Effektivität angeht. Wir haben nicht mehr nur einen Sprühmitteltank, sondern zwei Sprühmitteltanks, rechts und links. Das heißt, mit doppelter Effektivität wird natürlich hier gereinigt. Und insgesamt einfach von der Technik, vom Innenleben her, was wir jetzt nicht auf den ersten Blick sehen können, ist natürlich die Technik nochmal ausgeklügelter und richtig schön verfeinert worden. Die Lasersensoren, die Drucksensoren, also alles hier nochmal auf ein höheres Niveau gebracht. Und ich bin auch ganz begeistert von dem Fensterputzroboter. Hier habe ich mal meine großen Scheiben, die mich lange, lange sehr geärgert haben, weil ich einfach nie Lust hatte, die zu reinigen. Habe ich dann direkt mal von Robot reinigen lassen, übernehmen lassen. Und es ist einfach bis heute begeisternd, diese Technik. Aber hier sieht man wieder, was typisch ist. Das wird auch bei Ihnen so sein. Beim ersten, zweiten, dritten Mal stehen Sie davor und schauen begeistert zu. Beim vierten, fünften, sechsten Mal widmen Sie sich wichtigeren Aufgaben oder schöneren Aufgaben. Und was ist schöner als Fensterputzroboter? Putzen, alles. Und was man ja oftmals nicht bedenkt, man hat ja immer die doppelte Fläche bei Fenstern. Man hat ja innen und außen. Und da liest man auch immer mal wieder in der Zeitung, Sie haben das sicher auch schon gelesen, Mann oder Frau beim Fensterputzen abgestürzt aus dem zweiten, dritten Stock mit oftmals schlimmen Folgen. Auch das kann man natürlich vermeiden, nämlich auch Außenfenster. Da setzen Sie es einfach an und dann wird gereinigt. Und die Ansetzung hier ist ja genauso einfach wie beim ersten Mal. Genau, richtig. Gleiches Prinzip. Wenn Sie gerade oder wenn du jetzt gerade ansprichst, von außen die Fenster reinigen, wenn Sie so nachlässig waren wie ich, empfehle ich Ihnen doch noch mal einmal selber Hand zu legen, wenn es um die Außenfenster geht oder die Außenfläche der Fenster, damit Sie den groben Schmutz einmal wegnehmen, bevor Sie ihn das erste Mal ansetzen und dann lassen Sie es bitte nicht mehr so weit kommen, wenn es so einfach ist, dass Sie überhaupt so eine dicke Staubschicht und Schmutzschicht auf der Fensterscheibe haben und dann ist das hiermit ein leichtes, die Fenster
Fensterscheibe einfach picobello sauber zu halten, wie bei jedem Ladengeschäft, wo sie eigentlich immer klare Sicht haben auf die Produkte. Das ist eigentlich das, was man sich für zu Hause auch wünscht, klare Sicht nach draußen, um den Baum zu beobachten, um die Tiere da zu beobachten, die Vögelchen. Macht einfach viel mehr Freude, wenn alles schön sauber picobello geputzt ist. Das sind so Fensterflächen, da hast du keine Lust, dich bis ganz nach da oben zu begeben, mit einer Leiter dich zu strecken. Und ich finde es auch so toll, dass wir auch hier wieder so einen schönen Einblick bekommen in die Technik, in das Innenleben. Wir haben zum Beispiel einen bürstenlosen Motor mit verbaut. Steht für Langlebigkeit, damit der richtig schön viel für Sie arbeiten kann, viel Fläche für Sie sauber halten kann. Wir haben hier diesen ultrazarten Sprühnebel, der aber super effektiv ist, weil Sie die Reinigungsmittellösung in Originalherstellerqualität ja auch noch mit drin haben. Schauen Sie mal, Sie können nebenbei anderen Tätigkeiten nachgehen, auf die Sie nicht verzichten können. Zum Beispiel das Haare waschen und trocknen. Sie können telefonieren, Sie können lesen. Sie überlassen das alles dem Profi. Und hier sehen wir wieder den Fall, ne, mit den Lasersensoren. In vier Ecken haben wir diese Lasersensoren mit verbaut, sodass auch mal eine Duschkabine so zu reinigen oder ein Eckfenster zu reinigen mit diesem Modell überhaupt gar kein Problem ist. Dieses strahlende Gesicht, wenn du gerade hier so was Schönes geshoppt hast, das haben auch unsere Kunden, wenn sie hier bei einem Fensterputzroboter zugeschlagen haben. Weil im Gegensatz zu Klamotten, wo du wirklich zuhauf dir Klamotten kaufst, die du eigentlich nicht brauchst, ist der Fensterputzroboter wirklich eine lohnenswerte Investition, muss ich sagen. Ja, hier sehen wir natürlich auch Schaufenster oder Gastronomie, aber auch im Privathaushalt. Ich muss noch mal sagen, zählen Sie mal Ihre Fenster nach. Schauen Sie auch mal, haben Sie einen Wintergarten, also Sie wissen das, ja. Oder auch Fenster, Dachfenster, die wirklich kompliziert sind zu reinigen. Und jetzt bei dem Regen, den wir zurzeit haben, ja, da ist ja eigentlich jede Woche, selbst wenn man gereinigt hat, wieder frisch putzen angesagt. Nach dem Regen werden wieder die Pollen kommen, dann der Sahara-Staub. Und ja, jetzt jede Woche mit einfach händisch Fenster zu putzen, ich glaube, das mag keiner. Aber hiermit kann man das einmal in der Woche, einmal alle zwei Wochen machen. Auf jeden Fall wesentlich häufiger in der Frequenz, ohne sich anzustrengen. Und was ich auch schön finde, da ist er nicht permanent im Einsatz, aber das ist kein Gerät, was Platz wegnimmt. Das ist ja, klein und handlich, auch im Nicht-Einsatz einfach zu verstauen und dann auch wieder sofort griffbereit. Vor allem das Schöne ist, du hast nur ein Gerät. Ne? Also was hast du sonst alles für Equipment bei der Hand, wenn du Fenster putzt? Da abgesehen davon, dass deine Finger dann irgendwann total nass sind und eklig sind, dann muss die Fensterbank danach auch nochmal reinigen, weil es da runtergetropft ist. Das hier ist einfach eine saubere Sache. Ich brauche kein Fensterleder, ich brauche kein Zeitungspapier, ich muss nicht extra noch 5 Reinigungsmittel besorgen und alles zur Hand haben. Da muss ich doch nochmal zurückrennen in die Putzkammer und noch dies und jenes holen. Es ist ein Arbeitsschritt für Sie. Ein Gerät, was all diese Arbeitsschritte und all diese Materialien vereint, hochwertigste Materialien. Wir arbeiten hier mit super schönen, weichen Mikrofaserpads, sodass wir nicht nur von einem sauberen Ergebnis sprechen können, sondern fast schon poliertem Glanzergebnis, was Sie hier bekommen in dieser Personalunion, ne, dass wir alles in einem haben, in einem Gerät. Das ist so schön. Und wenn Sie sich jetzt mal auch Ihre Putzkammer so vorstellen, ne? Sie haben Ihren Sauger, den Sie jetzt neu bestellt haben. Sie haben den kompakten Akkusauger. Sie haben dann den Fensterputzroboter. Das ist so viel Platz, den Sie sparen. Und das ist tatsächlich auch gar nicht so ein unwesentlicher Punkt, was du angesprochen hast, Ralf, dass es einfach alles schön ordentlich ist. Ne? Wir wollen ja auch immer zu Hause, eigentlich wollen wir dieses Hotel-Feeling haben, ne? Wenig Kram, was rumliegt, alles immer sauber. Und dieses Hotel-Feeling können Sie sich mit solcher Technik nach Hause holen. Ne? Ja, wir Männer sind ja da sehr pragmatisch. Also bester Ertrag mit wenig möglich Aufwand. Und ich glaube, das garantiert uns ein solcher Haushaltsroboter. Ich nenne ihn jetzt extra Haushaltsroboter, weil eigentlich ist immer Fensterputzroboter zu wenig gesagt. Weil die ganzen Fliesen, die ganzen Spiegelflächen, alles können genauso gereinigt werden. Auf jeden Fall eine unglaubliche Erleichterung. Und gerade auch, wenn man älter ist. Ich glaube, man hat sich ein paar Ruhepausen verdient. Man hat genug geschuftet in seinem Leben. Man kann auch körperlich nicht mehr so wie mit 20, das müssen wir uns alle eingestehen. Also mit Mitte 50, Ende 50 bin ich nicht mehr so agil wie mit 20 oder 30. Ganz, ganz klar. Und deshalb ist es eine unglaubliche Erleichterung. Sie haben sich das verdient. Und jetzt suchen Sie sich einfach Ihr Modell aus, wenn Sie sagen, das Luxus, das optimale Modell ist das letztvorgestellte, gerade auch mit dieser Dualsprühfunktion, der noch effektiver
effektiver arbeitet mit der neuen Sensorentechnik. Auch hier ist viel Zubehör dabei. Mhm. Natürlich auch die Wischpads sind mehrfach dabei. Die Reinigungsflüssigkeit auch schon im Lieferumfang enthalten. Und das bekommen Sie mit der Bestellnummer ZX7080 und der 569. Und das natürlich auch wieder exklusiv für Sie zum TV-Sonderpreis. Das war unser kurzer Jahresrückblick. Haushaltsgeräte, erfolgreiche Haushaltsgeräte. Mich fasziniert immer noch der wahrscheinlich kleinste Akku-Zyklonstaubsauger der Welt. Aber jetzt sind Sie dran. Ja, guter Vorsatz für 24. Mhm. Ich mache mir die Hausarbeit ein klein wenig leichter. Ich glaube, das ist kein Problem mit einem unserer vier Geräte, die wir Ihnen vorgestellt haben.